MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Haxenbayer und ihr seht schon im Hintergrund, die Web-App von FIFA 14 Ultimate Team ist wieder am Start und heute möchte ich euch mal versuchen, ein, zwei Trading-Tipps zu übermitteln. Ich muss aber dazu sagen, ich bin kein absolutes Trading-Beast, aber die ein oder andere Methode kenne ich schon noch auch. Fangen wir mal an mit der ersten Methode. Das ist eine Methode, die es schon seit FIFA 12 gibt, soweit ich weiß. Und zwar kann diese Methode jeder verwenden, der, sagen wir mal, ja, 1000 Coins hat. Wenn man natürlich mehr Coins hat, kann man mehr gleichzeitig tun. Ist natürlich immer besser, als wenn man nur 1000 hat. Aber mit 1000 kann man auf jeden Fall schon beginnen. Ihr geht dazu einfach auf den Transfermarkt. Dann geht ihr auf die Qualität und stellt Gold ein. So, und jetzt geht ihr bei maximaler Preis auf 200. Und jetzt erkläre ich euch mal kurz. Ihr findet hier nicht seltene Goldspieler. Zwischen 75 bewertet und sagen wir mal 77. Manchmal findet ihr auch einen 80er bewertet oder so. Das spielt keine Rolle. Es spielt nur eine Rolle, bietet ihr auf einen 75er oder auf einen 76er und höher. So, worauf müsst ihr achten? Wenn ihr auf einen 75er bieten wollt, wie hier, bietet 250 Coins drauf. Meistens müsst ihr wirklich schnell sein, weil es sehr viele Leute gleichzeitig machen. Ich habe jetzt hier auf einen 75er nicht seltenen Goldspieler 250 geboten und bei einem 76er bietet ihr, wie es der Herr vor mir hier schon gemacht hat, 300. Warum das Ganze? Ganz einfach. Ein 75er Spieler bringt euch, wenn ihr den Spieler ersteigert habt und ihn schnell verkaufen wollt, bringt er euch 300 Coins. Ein 76er und höher bringt euch, ich glaube, 304 oder so. Also es wäre ein Gewinn von 4 Coins. Es ist natürlich ein Witz, 4 Coins Gewinn zu machen. Aber was wir hier machen wollen, ist nicht 4 Coins Gewinn machen, sondern wir möchten mehr Gewinn machen. Und dazu bietet man einfach auf so viele Leute wie möglich. Hier haben wir zum Beispiel Insigne. Aber ihr seht ja schon, es gibt Leute, die machen das genauso wie ich. Die bieten wie verrückt schon drauf. Am besten springt ihr dann ein bisschen vor. Hier haben wir Pizzi. 300 drauf bieten, zum nächsten springen. Eine Seite vor zum Beispiel, dann wieder ein 76er schnappen. Rolando, 300 drauf bieten, so schnell es geht. Yilmaz haben wir hier noch. Ja, okay, da wurde schon geboten. Jelavic wurde auch geboten. Okay, ich glaube, ihr habt verstanden, was ihr machen müsst. Bei einem 75er wie Kamini zum Beispiel, er macht's falsch, finde ich. Er bietet 300, ihr solltet 250 maximal bieten. Ich würde mal behaupten, dass ihr 90% aller Spieler, auf die ihr jetzt dann bietet, bekommen werdet. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr schnell seid, sodass ihr wirklich der Erste seid, der 300 oder 250 drauf bietet. So, ich habe das schon mal vorbereitet. Ich habe hier auf der Beobachtenliste 2 Stück schon wieder bekommen. Dann haben wir einmal den Vanderlei und den Ferret oder Ferret, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollen wir es so machen, wenn wir ihn ersteigert haben für, wie ihr sehr schön sehen könnt, 300 Coins, möchten wir ihn versuchen, etwas teurer loszubekommen. Ich mache es so, dass ich Spieler aus einer normalen Liga, sage ich mal, die ich bekommen habe, für 100 Euro mehr draufstelle. Am besten, ja, ihr könnt ja, da einstellen, was ihr wollt. Ich mache jetzt momentan 6 Stunden. So, und wenn es jetzt ein Spieler ist aus einer etwas, ja, unbeliebteren Liga, sag ich mal. Der hier ist ja jetzt aus der brasilianischen Liga, wie ihr hier schön sehen könnt. Liga do Brasil. Den kann man jetzt auch für 100 mehr reinstellen. 6 Stunden am besten. Wenn ihr aber jemanden aus einer etwas unbeliebteren Liga, wie zum Beispiel ihn hier, aus der Primera Division, aus Argentinien, ja okay, Boca Juniors. Ich weiß jetzt nicht, wie beliebt die sein wird. Aber generell ist es so, wenn ihr Spieler ersteigert aus einer... Oh Mann, jetzt sage ich es nochmal. Wenn ihr Spieler ersteigert aus einer nicht so beliebten Liga, würde ich euch empfehlen, maximal 100 Coins höher raufzustellen. Und ihr stellt den zum Beispiel 2-3 Mal drauf. Wenn er dann nicht verkauft worden ist, kann man den natürlich mit ein bisschen gewinnen. Ja, es sind ja nur 4 Coins oder so. Kann man Gewinn machen. Diese Methode ist sehr sicher. Entweder ihr macht 50 bis 100 Coins Gewinn, oder eben halt nur diese 4 bis 10, sage ich mal. Aber Gewinn ist Gewinn und diese Methode ist wirklich nur richtig gut geeignet, wenn man ein wirklicher Einsteiger ist beim Traden. Man kann jetzt da nicht unendlich viele Coins mitmachen, aber je mehr Coins man dann nach einer Zeit hat,
desto leichter werden dann kommende Trading-Tipps, die ich euch noch bringen werde, wenn ich wieder welche gefunden habe. Diese Methode funktioniert auf jeden Fall und ihr seht schon, ich habe auf dem Tauschstapel sehr viele Leute schon. Ich habe aber auch ein paar andere Dinge noch drauf. Je nachdem, wie dieses Video angekommen ist, könnte ich dann noch eine Folge machen mit einer anderen Methode, die ich momentan benutze. Und ihr seht, wie einfach es eigentlich ist. Ihr müsst aber auf jeden Fall Geduld haben und ich weiß, dass das meine Stärke auf gar keinen Fall ist, Geduld zu haben. Aber vielleicht gibt es da draußen jemand, der wirklich genug Geduld hat und der kann mit dieser Methode zumindest ein gutes Startkapital sich ertraden bis zum Anfang von FIFA 14. Und das war es eigentlich schon wieder. Also ich wiederhole nochmal, ich fasse nochmal zusammen. Ihr macht Level Gold, Maximalpreis 200 und dann geht ihr am besten sofort drauf, wollt bieten, klappt nicht, dann gehen wir zu Chico, schnell gucken, klappt nicht und dann ein Tipp, rüberspringen und irgendwo hinten gucken. Seht ihr 76er, er hat 250 geboten, ist zu wenig für einen 76er, weil er ja beim Abstoßen 304 oder so Coins bringt. Das ist ein Fehler, den ihr ausnutzen könnt von den anderen Leuten, aber dann sage ich es nochmal, 75er Spieler wie ihn hier, nur 250 bieten, es sei denn, es ist ein wirklich ein Spieler, wo ihr wisst, dass er richtig gut ist oder dass er halt sehr viel mehr wert ist. Dann könnt ihr auch mal 50 bis 100 Coins mehr bieten als vorher. Aber generell, der hat einen Fehler gemacht, schnell, schnell, schnell. Und jawohl, Rafinha 300. Wenn Rafinha jetzt niemand haben will, also diesen Rafinha jetzt nicht jemand haben möchte, werde ich ihn bekommen für 300 Coins und den kann ich für 500 verkaufen, das weiß ich schon. Und so einfach ist die Methode. Einfach schnell sein, gucken auf die Bewertung kurz und 300 oder 250 bieten. Und wie ich habe euch ja schon gesagt, wenn ihr es geschafft habt, so schnell wie möglich zu bieten, wie ich jetzt in dem Fall, werdet ihr den zu 90% bekommen. Es sei denn, es ist ein Spieler, der halt deutlich mehr wert ist. Es ist natürlich unrealistisch, wenn ihr bei dieser Methode einen, sagen wir mal, ihr findet jetzt hier in dieser Liste einen Muriel zum Beispiel. Wenn ihr auf den 300 bietet, werdet ihr den natürlich nicht bekommen. Diese Methode funktioniert nur so richtig gut, wenn ihr auf nicht seltene Spieler bietet. Oh, Kossu. Immer noch sehr gute Werte. Freue mich schon auch mal auf den mal zu benutzen. Jonobi Mikkel. Ja gut, 2 Tage, 23 Stunden. Ne, darauf hätte ich jetzt keinen Bock. Ja, und so easy ist die Methode. Wenn ihr jetzt euch vorstellt, ich werde von diesen 2, 4, 6, 8 Spielern, die ich jetzt hier habe, werde ich ungefähr 6 Stück oder 5 bekommen. Und wenn jeder dann mit 100 Coins Gewinn verkauft wird, habe ich 500 Coins für das bisschen Aufwand. Also es ist nicht viel, das weiß ich, aber es ist für den Anfang wirklich nicht schlecht. Aber es gibt natürlich noch bessere Trading-Methoden. Und wie gesagt, wenn ich da noch mehr finde, wenn ich noch mehr Erfolg habe mit meinen Methoden, die ich so finde, werde ich euch natürlich wieder ein Video bringen. Und gut, ich hoffe, dass dieser Trading-Tipp euch hilft. Und lasst doch einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video geholfen hat. Das würde mich sehr freuen. Und berichtet mir doch mal auch über irgendwelche Monsterschnäppchen, die ihr eventuell schon geschafft habt. Würde mich auch sehr interessieren. Ich habe bis jetzt kein wirkliches Schnäppchen bekommen. Also ich habe jetzt vielleicht, was habe ich, Tauschertrag? 19.000. Davon habe ich, ja, ungefähr 19.000 Tauschertrag. Mehr nicht. Ist okay, ich bin halt kein Handelgott. Aber diese Methode kenne selbst ich. Also versucht sie. Ich drücke euch die Daumen, dass es klappt. Und ja, das war's auch schon wieder mit diesem Infovideo zur ersten Trading-Methode, die ich euch bieten kann. Und haut den Daumen nach oben drauf, wie ich schon gesagt habe. Und man hört sich die Tage wieder. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Haxenbayer.